Ja, ich höre, es macht da weiter, wo der Herr Krause aufgehört hat. Die Geschichte geht, der Kalte Krieg ist ja schon 20 Jahre her. Und was ich jetzt machen werde. Ja, du musst dich erst kennenlernen. Achso, ich muss erst mal kapieren, wie man. So. Ein klein wenig wird sich das jetzt überschneiden, aber nicht viel. Dadurch haben wir vielleicht gleich einen Wiedererkennungswert. Ich werde als erstes über die Kernwaffenbestände früher und heute sprechen. Dann nochmal über verschiedene Kernwaffenkategorien. Es sind ja schon die taktischen Kernwaffen erwähnt worden. Und auch die sind heute wichtig, denn wenn wir über Abrüstung sprechen wollen, dann spielen die eine Rolle. Dann über das, was man über heutige Doktrinen weiß. Dann noch eine Lernphase, was sind diese verschiedenen Abrüstungsverträge, die wir schon haben. Die gehe ich der Reihe nach durch. Und zum Schluss möchte ich nochmal das Thema Abrüstung von taktischen Kernwaffen ein wenig genauer ansprechen. Was da war und was man vielleicht noch machen könnte. Falls es Verständnisfragen geben sollte zwischendurch, dann meldet euch und fragt gleich, dann klären wir das sofort. Also einmal ein Überblick über die Bestände, wie sie kürzlich waren. Das ist jetzt eine Grafik von 2008. Diese vielen Grafiken, die wir eben schon gesehen haben und auch die, die ich zeige, die stammen fast alle von einer NGO, nämlich der Natural Resources Defense Council, die in akribischster Kleinarbeit seit Jahrzehnten solche Informationen zusammensammeln. Das wenigste davon sind leider offizielle Regierungsangaben. Das allermeiste davon, da lesen die zum Beispiel irgendwelche Budgetanträge in irgendwelchen Ausschüssen, stellen Anträge, dass sie überhaupt Einsicht in die Akten bekommen. Die Amerikaner haben ja ihren Freedom of Information Act, ein ganz wichtiges Gesetz, an dem wir uns, was in allen Politikbereichen eine Rolle spielt, und schaffen es dann mit langwierigen Prozessen manchmal Einsicht zu bekommen und veröffentlichen dann solche Zahlen. Die werden weltweit in allen Diskussionen benutzt, auch unter Regierungen, und sind auch deshalb sehr ernst zu nehmen, weil sie zum größten Teil stimmen. Trotzdem findet man manchmal sich widersprechende Zahlen. Da spricht irgendein ehemaliger sowjetischer General von einer anderen Zahl als ein anderer russischer Professor. Und das sind so Widersprüche, mit denen müssen wir leben, solange wir keine offizielleren Zahlen bekommen. Ich komme später nochmal auf mehr Transparenz zurück. Hier sehen wir die derzeitigen Bestände, also leider ist hier die Farbauflösung von dem Beamer nicht allzu toll. Das Rote sollen also die Gesamtzahl der Kernsprengköpfe sein und der Kleine, das Schwarze, sind die, die derzeit aktiv sind. Es ist auch gar nicht so klar, was Abrüstung eigentlich genau heißt. Kernwaffen sind zum Teil stationiert, zum Teil sind sie aber in Lagern und können deswegen schon als abgerüstet bezeichnet werden, obwohl man sie jederzeit auch wieder zurückstationieren könnte. Also das Ganze ist technisch immer noch sehr reversibel. Und eine gute Abrüstung, die führt eigentlich erstens eine technische Irreversibilität ein, das heißt, dass die Sprengköpfe weiter zerlegt werden, und zweitens auch eine politische und logistische Irreversibilität. Dass sowas zum Beispiel transparent wird und skandalisiert wird oder so. Auch das ist dann schwieriger wieder aufzurüsten. Wie wir sehen, haben wir es nicht mit den mit kleineren Zahlen zu tun als während des Kalten Krieges, aber trotzdem sind sie noch riesengroß. Vor allem die von Russland und den USA sind sehr viel größer als die der anderen Mächte, zum Beispiel China, Frankreich, Großbritannien. China argumentiert immer, bevor wir über nukleare Abrüstung reden, sollt ihr erstmal auf unsere Zahlen runterrüsten, dann könnt ihr weitersprechen. Was natürlich auch eine bequeme Haltung ist. Hier, dieses Bild haben wir eben schon gesehen, das ist auch vom Natural Resources Defense Council, die Zahlen, wie sie sich über die Jahre entwickelt haben, und hier ungefähr stehen wir heute. Also wenn man solche Zahlen sucht später, dann müsst ihr auch nicht unbedingt unsere Vorträge raussuchen. Ihr geht auf die Webseite von dem NRDC und findet da auch jede Menge Infos aller Art.
Hier, das haben wir eben auch schon gesehen. Hier haben wir eben, weil es wieder die Gesamtzahl des Arsenals und dann die Zahl des stationierten Arsenals, was ein Unterschied ist. Und trotzdem kann man nicht behaupten, dass diese schon abgerüstet werden. So, wir haben eben schon gehört, es gibt strategische und taktische Kernwaffen. Man muss weiteres unterscheiden. Also die strategischen Kernwaffen, als die bezeichnet man diejenigen, die die größte Reichweite haben, deren Träger Interkontinentalraketen sind oder Sea Launch Ballistic Missiles, also seegestützte Raketen auf U-Booten. Die taktischen Kernwaffen werden so bezeichnet, weil das ein historischer Begriff ist, der eigentlich auch ein bisschen widersprüchlich ist. Er basiert ursprünglich auf der Reichweite. Es hieß eigentlich, dass die taktischen Kernwaffen auf Trägern waren, die nicht über den Atlantik reichen und dass sie deswegen vorgesehen waren im europäischen Gefecht. Das hat sich dann geändert, als plötzlich auch in der Kuba-Krise auf Kuba Atomraketen stationiert wurden. Das waren unter Umständen auch taktische und trotzdem hatten sie eine strategische Bedeutung. Also insofern ist dieser Begriff taktisch völlig irreführend. Also für mich sind die taktischen Kernwaffen ganz einfach die, die bisher nicht in diesen Abrüstungsverträgen, die es schon eben vorkommen. Das sind einfach die anderen eben. Die Franzosen, Chinesen, Indo-Pakistaner und so lehnen diesen Begriff sowieso ab. Die Indo-Pakistaner sagen zum Beispiel, was heißt denn für uns diese Definition, die nützt uns nichts, unsere Länder sind viel näher beieinander. Und natürlich hat das alles eine strategische Bedeutung, ebenso die Franzosen und so weiter. Also manchmal spricht man auch von nicht strategischen Kernwaffen oder der Einfachheit halber behält man den Begriff, aber man meint einfach die, die nicht in den SALT- und START-Verträgen schon drinstehen. Die nicht stationierten Kernwaffen sind die, die nicht mehr auf Trägern sind, aber ansonsten intakt, die man natürlich jederzeit innerhalb von wenigen Tagen wieder aufrüsten könnte, wenn man wollte. Stattdessen gibt es auch verschrottete Kernwaffen. Die richtige technische Abrüstung geht so, man trennt den Sprengkopf vom Träger, dann nimmt man den Sprengkopf selbst auseinander. Und der besteht, ganz zu Anfang von Krauses Vortrag dieses kleine Bild gesehen, also in der Mitte ist ein Nuklearteil, außenrum befinden sich diese konventionellen Sprengstoffe, die muss man voneinander trennen. Die konventionellen Teile kann man sehr schnell unbrauchbar machen, man verbrennt sie oder so weiter. Die nuklearen Teile müsste man auch unbrauchbar machen. Also es ist sehr viel abgerüstet worden nach dem Ende des Kalten Krieges, aber die nuklearen Teile, das sind nämlich zum größten Teil Plutonium-Hohlkugeln, sogenannte PITs, das ist so ein amerikanischer Ausdruck dafür, die werden intakt, wie sie sind, weiter gelagert und tatsächlich kann man aus einem solchen PIT ziemlich schnell eine neue Kernwaffe bauen. Also eigentlich müsste man auch diese PITs verschrotten oder unbrauchbar machen wenigstens und erst dann wird es schwieriger, das wirklich abzurüsten. Das ist so aus technischen und logistischen und finanziellen und sonstigen kompliziertesten Gründen bisher erst sehr, sehr unzureichend geschehen. Wenn ich die jetzt alle erklären wollte, bräuchten wir 3 Tage. Man kann sowas aber auch nachlesen. Es gibt eine Fülle von Literatur dazu und falls irgendjemand dann doch spezielles Interesse hat, kann er mich dann auch mal darauf ansprechen und fragen. Die nuklearen Teile, die muss man dann irgendwie entsorgen. Da komme ich dann in einem späteren Vortrag heute noch drauf, wie das gehen könnte oder was damit passieren kann. Also entweder zivil sichern oder weiter bewachen. Und vor allem sollte das transparent unter internationaler Kontrolle geschehen, meiner Meinung nach. Und auch das passiert leider fast überhaupt noch nicht. Da komme ich in einem späteren Vortrag dann drauf zurück. Jetzt bleiben wir mal bei den Kernwaffen, die zurzeit gerüstet sind. Also diese Reichweite-Definition habe ich eben schon kritisiert, ich wiederhole es hier nochmal. Der Ursprung sind eigentlich die alten amerikanischen Doktrinen, bei denen es darum ging, Raketen über den Atlantik zu schicken. In dem Zusammenhang hatte das Sinn gemacht, danach hat sich das geändert. Also schon in der Kuba-Krise wurde das anders. Das Kriterium war dann also, das sind diejenigen, die einen Angriff auf das feindliche Heimatterritorium ermöglichen.
Aber das impliziert natürlich auch was anderes als nur die Reichweite. Für andere Länder hat man auch andere Reichweiten. Also diese nicht strategischen Kernwaffen, da gibt es verschiedene Variationen, die man unterscheiden kann. Also erstens, diejenigen, die alle unterhalb der Entfernung zwischen USA und Russland sind. Dazu gehörten die Mittelstreckenraketen, Pershing 2, Cruise Missiles, Kurzstrecken, die unter diesen Entfernungen waren, sogenannte Gefechtsfeldwaffen, was alles im Kalten Krieg alles Mögliche war, je nach Mission, dann sogenannte Theater Nuclear Weapons, die auch aus dem Kalten Krieg herrührte, als man Szenarien hatte, in denen man dachte, man könnte einen Nuklearkrieg begrenzen auf ein Gefechtsfeld in Europa. Das will ich jetzt gar nicht mehr diskutieren, weil das letztlich heutzutage nicht mehr so relevant ist. Und die Franzosen benutzen den Ausdruck substrategische Kernwaffen, weil sie dieses taktisch und strategisch ablehnen. Für heute relevant sind diese Feinheiten eigentlich erstmal nicht so. Ich komme jetzt auf die heutige NATO-Doktrin. Erstens, diese ganzen Varianten, von denen wir im Kalten Krieg gehört hatten, sind inzwischen stark reduziert. Ebenfalls haben auch die Briten und Franzosen weniger verschiedene Modelle. Wie Herr Krause auch schon sagte, die taktischen Kernwaffen haben ihre Bedeutung in Szenarien der NATO verloren. Aber es wird trotzdem die nukleare Teilhabe weiterhin aufrechterhalten. Und für die spielen die taktischen Kernwaffen eine Rolle aus historischen Gründen, denn die nukleare Teilhabe, die geht im Prinzip genau darum, über diese Bedeutung und Funktion der taktischen Kernwaffen weiter zu bestimmen und wie auch schon und spezielle Szenarien zu entwickeln, in denen sie eingesetzt würden, die aber nach dem Ende des Kalten Kriegs eigentlich überhaupt nicht mehr in irgendwelche strategischen Konzepte passen. Deswegen nenne ich das nur noch Fassade. Aber die nukleare Planungsgruppe, die also diese nukleare Teilhabe implementiert, gibt es noch. Es ist auch weiterhin von der NATO ein Erstschlag nicht ausgeschlossen, obwohl die Szenarien, in was für Fällen der dann erfolgen sollte, auch nicht genau spezifiziert sind. Man fragt sich halt, sollen die taktischen Kernwaffen vielleicht einfach dem Zusammenhalt der NATO dienen? Weil tatsächlich im Kalten Krieg das ein ganz wichtiges Bindungsgrund war. Zur historischen Entwicklung von der nuklearen Teilhabe noch eine Randbemerkung. Es ist ja in den 60er Jahren wurde ja dann der Nichtverbreitungsvertrag oder NVV oder Non-Proliferation Treaty verhandelt. Und unter anderem hat ja von Kennedy. Und das Ziel des Nichtverbreitungsvertrags war damals vor allem, Deutschland und Japan einzudämmen und auch zu verhindern, dass Deutschland sich Kernwaffen verschafft. Tatsächlich, das weiß man heute gar nicht mehr, wenn man mal in den 50er Jahren so alte Bundestagsprotokolle liest, da gibt es Reden von Franz Josef Strauß, der ganz offen eine nukleare Bewaffnung für Deutschland fordert. Das hat das Ausland ziemlich verschreckt. Und das hat nicht zuletzt solche Szenarien haben dann zum Nichtverbreitungsvertrag geführt, der tatsächlich hierzulande auch erstmal stark abgelehnt wurde. Adenauer und, aber auch. Ja, ja, genau. Adenauer auch, war jetzt gerade so eine Sendung vor ein paar Tagen. Auch Willy Brandt. Auch Willy Brandt, genau. Also das war durchaus fast Konsens. Ne? Also, aber nicht die Atomwaffen gesetzt, sondern ja, aber auch Atomwaffen, auch Willy Brandt war ursprünglich gegen den Nichtverbreitungsvertrag. Um das den Deutschen schmackhaft zu machen, denn die argumentierten natürlich was, wir sind hier ein Grenzstaat, wir werden bedroht, wurde die nukleare Planungsgruppe ins Leben gerufen, um der Bundesregierung das Gefühl zu geben, dass nicht über ihren Kopf entschieden würde, sondern sie wirklich beteiligt war, was in den damaligen Szenarien wohl auch Sinn gemacht hat. So kam das zustande und tatsächlich hat das auch die NATO stark zusammengehalten. Es gibt aber auch NATO-Mitglieder, die nie Kernwaffen hatten und auf deren Territorium auch keine stationiert sind und die trotzdem NATO-Mitglied sind. Also wenn man
eigentlich müsste man auch sehr, sehr viel stärker über den heutigen Aufgabensinn und Rolle der Reform der NATO diskutieren, wo wir hier heute jetzt keine Zeit haben. Es wird auch argumentiert, naja, bevor wir die einfach freiwillig aufgeben, da sollen doch die Russen erstmal mitmachen und deswegen ist das doch wichtig, die als Verhandlungsmasse zu behalten. Bei den Russen sieht es heutzutage so aus, die Russen haben aus wirtschaftlichen Gründen massive Probleme mit ihrer konventionellen Rüstung und im Prinzip machen die jetzt das, was damals der Westen gemacht hat, anstatt in die konventionelle Rüstung zu investieren, was sie überfordert, ist es viel billiger, taktische Kernwaffen zu behalten und stattdessen Einsatzszenarien für diese zu entwickeln. Sie haben auch stattdessen viele aus dem Westen abgezogen und irgendwo in Zentralasien Osten stationiert, um dort sich abzusichern. Also da haben sie auch China im Auge und so weiter. Sie nehmen also ihre taktischen Kernwaffen als Gegengewicht zu der konventionellen Überlegenheit der NATO und haben die in Zentralasien stationiert. Sie haben seit 2000 ein Konzept der nationalen Sicherheit und in dem werden taktische Kernwaffen auch als Antwort auf einen konventionellen Angriff gibt Szenario vorgesehen. Das heißt also, auch die Russen schließen einen Erstschlag nicht aus, genau wie die NATO bis heute. Die Briten haben 1998 ihren Strategic Defense Review veröffentlicht. Sie haben massiv abgerüstet und haben insgesamt 4 Trident-U-Boote, von denen nur eins jeweils aktiv sein soll. Also wie gesagt, es gibt immer Reserve und stationierte Waffen. Das ist mit 48 Sprengköpfen bestückt. Der Alarmstatus ist auch reduziert. Und warum behalten die ihr U-Boot und ihre Nuklearrüstung? Also sie begründen das so, als Absicherung gegen das Wiederauftauchen massiver strategischer Bedrohungen. Also vielleicht eine Wiederkehr der Sowjetunion oder was immer das sein mag. Ihre Verteidigung binden sie in die NATO ein, außer wenn es Supreme National Interests gibt, die bedroht werden, was immer das sein mag. Es gibt auch substrategische Aufgaben, nämlich sie sehen auch einen More Limited Nuclear Strike vor, die nicht zu einem Nuklearkrieg eskalieren würden. Das ist die alte Diskussion, die wir auch vor 20 Jahren in der Friedensbewegung hatten. Kann man einen Nuklearkrieg begrenzen oder nicht? Oder eskaliert er oder nicht? Diese Diskussion kann man endlos führen und kommt zu keinem Ergebnis. Es wird aber auch hier in dem Defense Review nicht weiter begründet. Das steht dann nur so da. Und welche Politik sie jetzt verwenden, um nukleare Neulinge abzuwehren, bleibt völlig zweideutig. Allerdings sind die Briten auch durchaus bereit, über eine vollständige nukleare Abrüstung nachzudenken. Es ist vorausgesetzt, USA und Russland müssten erstmal auch ihre Zahlen abrüsten. Sie haben tatsächlich, und das finde ich jetzt sehr, sehr bemerkenswert, einige Machbarkeitsstudien durchgeführt zur vollständigen nuklearen Abrüstung. Insbesondere, wie kann man das Ganze verifizieren? Da komme ich da später auch noch drauf. Diese Studien haben sie zum Teil etwas veröffentlicht. Und was ich jetzt ganz bemerkenswert finde, sie haben sich mit einem Nicht-Kernwaffenstaat zusammengetan, nämlich Norwegen, und haben jetzt gemeinsame Projekte. Wie können die Nicht-Kernwaffenstaaten das überprüfen, ohne dass wir denen jetzt die Bauanleitung verraten von unseren Kernwaffen? Wie kann man trotzdem sicher gehen, dass die Norweger sagen, okay, wir glauben es, das Ding ist kaputt, ohne dass sie jetzt gleich lernen, wie könnten wir unsere eigene Bombe bauen? Also so ungefähr ist diese Zielrichtung dieser Art Forschung. Jetzt komme ich später auch noch genauer drauf zurück. Bei den Franzosen ist es so, die haben in den 90er Jahren ihre Politik geändert, sind dem Nichtverbreitungsvertrag beigetreten, was sie vorher nicht gemacht hatten, als Kernwaffenstaat. Man muss dazu sagen, das ist auch eine ganz wichtige Diskussion, dieser Vertrag sieht 2 unterschiedliche Rollen vor. Die Kernwaffenstaaten, definiert als diejenigen, die vor 1968 ihre erste Kernexplosion durchgeführt haben, und Nicht-Kernwaffenstaaten, das sind die, die müssen dann vollständig auf Kernwaffen verzichten und so weiter und so fort.
der kommt ja nachher nochmal ausführlich. Das Dilemma ist halt, dass es Staaten gibt wie Indien, die haben nach 1968 ihre erste Kernexplosion durchgeführt und die sind außen vor. Also die Franzosen sind drin, sie beschränken ihre Nuklearrüstung völlig auf U-Boot-gestützte Kernwaffen und alle anderen haben sie abgerüstet. Sie haben ihre Nukleartestgelände geschlossen, im Gegensatz zu den Amerikanern. Sie haben auch das Budget reduziert. Sie haben in den frühen 90ern Diskussionen durchgeführt, wie sie weiterhin ihre Nuklearpolitik ändern sollen. 1994 ein Weißbuch veröffentlicht, das bekräftigt aber ihre traditionelle Doktrin. Sie wollen Unabhängigkeit, also nicht zu nah sich in die NATO einbinden, flexible Streitkräfte und Glaubwürdigkeit über sehr lange Zeiträume. Also Glaubwürdigkeit, das ist wieder diese Entschlossenheit, dass sie die vielleicht auch einsetzen würden. Sie sollen aber nur zur Verteidigung benutzt werden und nicht zur Machtausübung. Im Januar 1995 kam der Vorschlag, vielleicht erinnern sich da einige dran, dass andere Europäer in die französische Nuklearverteidigung mit einbezogen werden sollten. Damit haben sie vor allem auch an Deutschland gedacht. Also wir halten unseren französischen Nuklearschirm über euch. Damit wollten sie die Amerikaner und die NATO eigentlich so ein bisschen rausdrängen. Manche Leute haben auch spekuliert, wenn man den europäischen Einigungsprozess dann fortführt, wie soll denn das dann werden mit der Nuklearrüstung und wer weiß, vielleicht waren da französische Szenarien dahinter, dass man die dann von französischen Kernwaffen auf diese Weise in eine weitere Einigung hinüberrettet oder gemeinsame Verteidigung. Da ist aber Deutschland nicht drauf angesprungen und das ist jetzt völlig vergessen wieder. Frankreich bleibt außerhalb der nuklearen Planungsgruppe. So, der nächste, die Chinesen, die verkünden immer, sie hätten die Doktrin kein Erstschlag. Sie würden ihre Kernwaffen nur als Zweitschlagsvergeltung einsetzen und die dienen nur der Abschreckung. Es gibt aber kritische Stimmen, die sagen, weil ja China Taiwan nicht als Ausland ansieht, ist man sich nicht sicher, wie die im Fall von Taiwan reagieren würden. Also die Leute, Beobachter bleiben skeptisch und Worte sind viel und ist das jetzt glaubwürdig oder nicht? Also darüber wird gestritten. Trotzdem ist das den Chinesen ganz außerordentlich wichtig und jeder Chinese, der ein bisschen offizieller einen Vortrag über dieses Thema hält, fängt damit an, seit Jahren. Die chinesischen Kapazitäten sind ziemlich begrenzt, also ihre zentrale Doktrin ist Abschreckung. Ein Problem ist, das sehe ich auch als Problem, dass die Amerikaner ja eine Raketenabwehr entwickeln. Das ist auch für die Russen ein Problem. Die Amerikaner haben den ABM-Vertrag nicht mehr verlängert, von dem haben wir vorhin gehört. Der sollte eigentlich verhindern, also der sollte eigentlich die Zweitschlagsfähigkeit retten. Die Amerikaner begründen das damit, der Kalte Krieg ist vorbei, die Doktrinen gelten nicht mehr und wir wollen uns absichern und wir brauchen jetzt eine Raketenabwehr, um uns zum Beispiel gegen Raketen aus dem Iran zu wehren. Wobei der Iran ein anderes Thema ist, also wir haben nach langen Überlegungen beschlossen, das den Iran heute außen vor zu lassen, einfach aus Zeitgründen, der würde ein ganzes eigenes Seminar verdienen. Ich glaube trotzdem eher, der Iran würde, wenn er Raketen abfeuert, die nicht ausgerechnet auf Mitteleuropa als erstes schießen, sondern der hat da andere Prioritäten, also Iran hin oder her. Die Russen glauben, dass das letztlich gegen sie gerichtet ist. Die Chinesen sehen Probleme damit, dass ein solches Abwehrsystem dann in Ostasien installiert wird und sehen damit ihre Zweitschlagsfähigkeit beschränkt. Viele Chinesen sagen auch ganz offen, und deshalb müssen wir weiter aufrüsten, um diese Zweitschlagsfähigkeit trotz ABM-Systemen zu erhalten. Das ist jetzt kompliziert, also wenn jemand nachfragen will, immer zu. Die Chinesen fordern, wie schon gesagt, dass die Russland und USA erstmal ihre Sprengkopfzahlen reduzieren wollen und dann könnten sie auch über weitere Abrüstung verhandeln. So, jetzt kommt, ja? Zu den Chinesen noch die kurze Frage. Hat es bei den Chinesen nicht in den letzten, ich sag mal, 10 Jahren auch starke Bemühungen gegeben, Fähigkeit für einen Erstschlag, wenn auch nicht per Doktrin offiziell, aber doch von der technischen Seite her auszubauen?
Das sind jetzt Unterstellungen. Nein, die Frage ist, welche sind dort Beobachtungen gemacht worden, dass Waffensysteme dort eingeführt worden sind, in Betrieb genommen worden sind oder getestet worden sind, die solche Möglichkeiten den Chinesen geben, über die landgestützten strategischen Raketen hinaus. Also was man bisher beobachtet hat, das sind letztlich auch nur Geheimdienstinformationen, die indirekt auch über NRDC und solche Organisationen in die Öffentlichkeit geraten, dass die Chinesen im Zuge ihrer wirtschaftlichen Entwicklung natürlich ihre gesamte Rüstung ausbauen. Und natürlich bauen sie auch ihre Kernwaffenkapazitäten aus. Jetzt ist allerdings die Frage, technisch kann man eine Rakete ja gar nicht ansehen. Ist sie jetzt eine Vergeltungswaffe oder ist sie eine Erstschlagswaffe? Da gibt es so letztlich kein Kriterium. Ja, die Frage war eigentlich auf die Begrenzung erstmal, in dem Form, dass die begrenzten Kapazitäten da sind. Meine Frage zielt auch auf, ob die nicht von China technisch stark erweitert oder erweitert worden sind, dass sie zusätzliche Kapazitäten erhalten. Also, ja, ich weiß nicht, wissen Sie da Einzelheiten? Ja, also ich habe da was im Hinterkopf, ich frage das jetzt. Ja, die Chinesen hatten bisher Raketen, die flüssig Tankstoff haben. Ja. Eine Rakete aufzutanken, das dauert Stunden. Und jetzt gehen sie auf Feststoffraketen über, was technisch logisch ist, weil das ist, Raketen sind immer besser zu handhaben und zu lagern. Aber eine Erstschlagsfähigkeit. Erstschlagsfähigkeit heißt immer, dass man die andere Seite entwaffnen kann. Ja, das ist eine in der Diskussion immer wieder genau. Deswegen habe ich von dem Begriff gebracht, Initial Use. Das ist der einmalige, zwei- oder dreimalige Einsatz von einzelnen Kernwaffen. Das hat nichts zu tun mit dem Erstschlag. Der Erstschlag ist immer definiert in der strategischen Diskussion als der Entwaffnungsschlag. Und die Chinesen sind überhaupt nicht in der Lage, die USA zu entwaffnen. Das ist nicht völlig außerhalb ihrer Kapazitäten. Das ist auch nicht geplant. Es ist auch nur auf dem Punkt, die begrenzten Kapazitäten, ob bei China eine Veränderung in eine Richtung geht, dass sie mehr Kapazitäten erlangen, zum Beispiel dadurch, dass sie seegestützte Raketen einführen. Ja, haben sie gemacht, sie haben diese U-Boote entwickelt, die vergleichbar sind mit russischen und amerikanischen strategischen Raketen-U-Booten. Und diese, ob sie in Betrieb genommen worden sind oder nicht, aber zumindest soweit fertiggestellt, dass sie in Testphase gehen. Ja, aber U-Boote sind typische Zweitschlagswaffen, denn da geht es ja genau darum, dass die andere Seite nicht weiß, wo die sind. Und deshalb genau diesen Entwaffnungsschlag nicht durchführen kann. Deswegen sind auch haben die Franzosen nur noch ihre U-Boote. Das ist eigentlich also es ist ein Gleichziehen quasi auf der Ebene, zumindest der Zweischlagskapazität auf der chinesischen Seite in der Form durchgeführt wird. Erstmal Lagerung, Umsetzung der Treibstoffe von flüssig auf Festtreibstoff. Und das Zweite, nur ein Festtreibstoff, weil Flüssigtreibstoff von U-Booten sehr schwer nur umsetzbar ist aus verschiedenen Gründen, hat dann auch strategische U-Boote entwickelt und sich damit eine verstärkte, relativ unverwundbare Zweitschlagkapazität zugelegt. Also hat China strategisch nuklear aufgerüstet. Ja, das hat aber eigentlich nichts mit Erstschlag zu tun. Nein, ich spreche nicht über den Erstschlag, weil Deutschland, der Punkt ist die begrenzte Kapazität. Auf chinesischer Seite zu beobachten ist, dass die Kapazitäten erweitert werden, dass die Fähigkeiten erweitert werden, das ist die Frage gewesen, nicht die Erstschlagskapazität. Also, ja? Wenn ich das richtig verstanden habe, kann man das eben auch als Reaktion auf den Raketen schicken. Unter anderem, also es hat, Erklärung dafür ist komplexer, das ist erstens einfach die wirtschaftliche Entwicklung. Die Chinesen können sich es jetzt leisten. Sie haben wirklich viele, viele Techniker und machen deswegen, schon deshalb machen sie das. Zweitens natürlich auch als Reaktion auf dieses ABM. Das ist selbstverständlich so. Drittens geht es auch so ein bisschen einfach um, also wer Kernwaffen hat, ist letztlich auch ein Hegemon. Also was noch gar nicht erwähnt wurde, die Motivation für Kernwaffen. Wir diskutieren die ganze Zeit so, als ob das alles ganz logisch kalkuliert wäre, wie die so Strategen am grünen Tisch überlegen, wenn die das machen, machen wir das und so weiter. Es spielt letztlich auch viel Irrationalität eine Rolle. Das ist so wie die Olympiamedaillen, wie viele Goldmedaillen kriegen wir. Das ist einfach Status. Und auch das spielt letztlich eine Rolle. Also natürlich modernisieren die Chinesen völlig unabhängig von der internationalen Politik, modernisieren die. Das heißt aber nicht, dass sie nicht vielleicht abrüsten würden, wenn das in einer ehrbaren, kooperativen Weise passieren würde.
Aber tatsächlich ist so ein ABM-System ein Hinderungsgrund. Das ist sehr fatal. Also das verdirbt auch den guten Willen. Also gerade bei den Chinesen sieht man das seit Jahren als großes Problem. Wer sich noch für Einzelheiten dieser ganzen Aufrüstung, Abrüstung interessiert, der kann mir eine Mail schicken, dem schicke ich mal ein paar Links. Da kann man auch vom NRDC seitenweise Berichte lesen, welche Waffensysteme kennt man, wer hat da was und wann sind die implementiert worden und so weiter. Das weiß ich auch nicht alles auswendig, aber das gibt es zum großen Teil im Internet, zum großen Teil noch nicht, weil leider vieles von dem eben auch völlig intransparent ist. Was man irgendwie rausgekriegt hat, das findet man auch im Internet. So, jetzt komme ich noch zu ein paar Verträgen. Ich habe das jetzt hier vorher noch erwähnt, dass die Inder und Pakistaner auch in einen Rüstungswettlauf eingetreten sind. Also in den letzten Jahren haben die beide ihre Sprengkopfzahlen massiv erhöht, natürlich nicht veröffentlicht. Beide begründen das damit, dass sie eine Abschreckung gegen den anderen bräuchten. Beide behaupten, sie würden keinen Erstschlag durchführen. So richtige Weißbücher, wo das mal erklärt ist, gibt es da nicht. Aber tatsächlich gibt es offensichtlich wirklich Befürchtungen auf beiden Seiten, also vor allem bei den Pakistanern vor den Indern, dass die einen Entwaffnungsschlag, also ein richtiger Erstschlag in diesem Sinn durchführen könnten. Aber auch da spielt, gerade bei Indien und Pakistan, spielt dieser Status eine ganz massive Rolle. Indien rüstet nicht etwa wegen Pakistan auf und auch nicht nur wegen China, sondern einfach um eine Weltmacht zu sein. Das ist ganz kompliziert. Also Indien könnte wieder auch ein ganzes Außenpolitik-Seminar hergeben, da wird man auch die Zeit gar nicht reichen. So, jetzt kommt ein historischer Überblick über Verträge. Also der INF-Vertrag ist eigentlich noch Ende des Kalten Krieges, war aber schon ein Zeichen für Entspannung, deswegen fange ich mal mit dem an. Er sieht also vor, dass alle Mittelstreckenraketen verschrottet, mittler- und kürzerer Reichweite verschrottet werden. Es blieben aber die nuklearen Kurzstreckenraketen mit kurzen Reichweiten ausgeschlossen. Das sind die wir jetzt als taktische Kernwaffen verstehen. Was auch bemerkenswert ist, es gab schon Verifikationen, also Inspektionen, wie die Träger zerstört wurden. Ich habe neulich mal einen Vortrag von einem Bundeswehrangehörigen gehört, der beteiligt war an solchen Inspektionen. Und das war eigentlich eine ganz erfreuliche Geschichte. Die haben im Laufe dieser Jahre, die weil das gedauert hat, ganz viel Vertrauen entwickelt. Also am Anfang herrschte ein Misstrauen vor und man musste tausendmal genau gucken, welche Instrumente, Kameras oder nicht und so weiter. Inzwischen kennen die sich, trinken Wodka miteinander und das läuft alles ganz problemlos. Das ist also damals ein Novum gewesen mit diesen Inspektionen. Die Inspektionsrechte endeten 2001, das sind ja Nachfolgeverträge. Inzwischen sind die Russen der Ansicht, genau wegen dieser Raketenabwehr, die ich eben schon gesprochen habe, haben sie kein Interesse mehr an diesem Vertrag. Sie würden ihre strategische Stabilität gefährdet sehen, also nach wie vor Zweitschlag, trotz Ende des Kalten Krieges. Das ist aber, glaube ich, eher weniger eine Kritik an diesem Vertrag als eine Kritik an der Raketenabwehr. Also im Zuge der Diskussion um die Raketenabwehr holen die Russen alle Argumente herbei, Sind die nicht sogar so weit gegangen, vor einem Monat oder so zu drohen mit einem Erstschlag gegen die Raketenabwehranlage? Also das nehme ich jetzt nicht so ernst. Ich glaube nicht, dass das so offiziell war. Also es gibt immer Einzelspinner, die sonst was sagen. Also man muss immer gucken, wer es sagt und wie offiziell es ist. Also sowas nehme ich erst ernst, wenn das wirklich von oben kommt. Ja, die einzige offizielle Stellungnahme von Mitgliedern der Militärführung Russlands zu dem Thema sind nur, dass sie für den Fall, dass gewisse Dinge von der NATO und auf der NATO-Seite erfolgen in Bezug auf dieses Abwehrsystem, sie im ehemaligen Preußen Raketen stationieren werden, die jedes Ziel entsprechend innerhalb von 5 Minuten bekämpfen. Ja, das ist aber jetzt was anderes. Ne? Also die Russen waren auch nach der Wiedervereinigung ganz schwer dagegen, dass etwa auf dem Gebiet der ehemaligen DDR jetzt Kernwaffen stationiert würden. Und man muss eigentlich dazu sagen, dass informell ist die ehemalige DDR eine kernwaffenfreie Zone.
ganz offiziell. Weil, ja, das, diese Raketen in, die Raketen in Preußen, was da von der Militärführung Russlands angedeutet wurde, ist schon eine Erstschlagkapazität, und zwar gegen das Raketenabwehrsystem. Nein, das ist was anderes. Das ist eine Bedrohung gegenüber Westeuropa, die durch das Raketenabwehrsystem nicht abgefangen werden könnte. Ja, das Raketenabwehrsystem können Sie schlecht bekämpfen, vor allem nicht mit Nuklearwaffen. Das ist mobil. Nein, das geht nicht um nukleare Waffen. Es geht um Raketen, die das Abwehrsystem... Nein, die haben ständig angedroht, sie würden in Kaliningrad oder im früheren Königsberg würden sie Nuklearwaffen stationieren, die dann für das Raketenabwehrsystem nicht... von dem Raketenabwehrsystem nicht erfasst werden können, weil das eben Kurzstreckenraketen sind. Das ist sozusagen der Gegendruck. Also die Russen sind vor allem auf diplomatischer Ebene massiv aktiv gegen dieses Raketenabwehrsystem. Und ich halte es eigentlich für einen Unsinn persönlich. Aber aus Polen, Tschechien meinten, sie bräuchten das. Und das soll angeblich gegen Raketen aus dem Iran helfen. Was eigentlich ein hanebüchener Unsinn ist, und es ist letztlich eine völlig irrationale Sache. Und jetzt kommen wir so ein bisschen grundsätzlich zu Fragen, die man in jedem Politikbereich findet. Warum passieren manche Sachen, die doch offensichtlich eigentlich eher Nachteile haben? Es ist letztlich irgendwie eine lange Tradition einer Lobby, die schon im Kalten Krieg einflussreich war, die schon damals für zu Reagans SDI geführt hatte. Und sogar davor zu ähnlichen Szenarien. Und es gibt einfach in den USA eine große Lobby von Raketenabwehrliebhabern. Die brauchen das aus irgendeinem Grund und setzen sich durch. Aber es ist, also wir kommen von Hölzchen auf Stöckchen, wenn wir das jetzt vertiefen. Wenn wir die Weltpolitik einfach mal so verstehen wollen, wie sie im Moment ist. Das Ding wird jetzt aufgestellt. Aus irgendeinem Grunde protestiert viele viel zu wenig dagegen, was ich schade finde persönlich, und es hat leider fatale Nebenwirkungen, nämlich dass es die Russen so stark verärgert, dass es jetzt die nukleare Abrüstung und Bemühungen mit denen sehr erschwert. Die Russen glauben natürlich auch nicht, dass der Westen etwa einen Erstschlag planen würde, also das glauben sie überhaupt nicht, aber es ist, es verärgert sie trotzdem, es ist einfach eine Provokation auch, also es führt den Russen nochmal vor Augen: Letztlich haben sie den Kalten Krieg verloren. Also so empfinden sie das als Niederlage. Ja, um Moskau. Nein, auch ganz moderne. Ganz moderne. Ja. Sie haben taktische Raketenabwehr, die bis zu 2000 Kilometer reicht. Also es ist nicht so, dass sie grundsätzlich dagegen sind. Nur was auch diese paar, die aufgestellt werden sollen gegen iranische Angriffe, die ich gar nicht mal für so unwahrscheinlich halte, sind ja nicht das, was das sowjetische Militär aufhalten können, nur sie sind befürchten, dass langfristig die USA sich kontinental abschotten können gegen solche Angriffe. Und dann ist die Rolle der Russlands als Großmacht ist weg. Das ist mal so eine Sache, die Hauptsorge. Ich weiß nicht. Ich würde generell sagen, wir machen den Vortrag weiter und ich notiere mir das Thema Raketenabwehr für. Also Raketenabwehr könnte man ein eigenes Seminar zu machen. Das ist eigentlich auch ein wichtiges, interessantes Thema. So. Es gab also dann, der nächste Vertrag war der START 1, da ging es um die Reduzierung von strategischen Nuklearwaffen. Ebenfalls bezog sich dieser Vertrag auf die Trägersysteme. Da gibt es hier ein bisschen zusammengefasst, was für Zahlen das waren. Es wurde auf 1600 reduziert und 6000 Sprengköpfe und so weiter. Das kann man alles im Internet genau nachlesen, einschließlich dem Wortlaut, deswegen will ich das jetzt hier nicht in Einzelheiten durchgehen. Wichtig ist einfach, die Zahl der strategischen Waffen wurde stark reduziert. Trotzdem gab es immer noch sehr hohe Obergrenzen. Und vor allem wurde vorgesehen, wieder Verifikation, Inspektionen und Verschrottung der Trägersysteme. Sie haben übrigens auch in Washington und Moskau jeweils einen Träger ins Museum gestellt. Also wenn man mal in Moskau ist, Washington ist, da kann man im National Air and Space Museum so einen Originalträger mal bewundern. Da gab es bald einen Folgevertrag, weil das dann eins auch als nicht, das war von Anfang an geplant gewesen. Da wurde also weitere Reduzierung vorgesehen. Jetzt war es so, die russische Duma hat lange Zeit diesen Vertrag
nicht ratifiziert, aus verschiedenen Gründen. Eigentlich, weil sie ihn letztlich gerne etwas anders gehabt hätte, denn an einigen Stellen waren sie sowieso schon unter diesen Zahlen und haben gedacht, dann müssen wir sogar aufrüsten, um überhaupt da dran zu kommen. Und an anderen Stellen hat es sie sehr stark unter Druck gesetzt. Zu der Zeit kam dann auch die NATO-Osterweiterung, was die Motivation weiter abgekühlt hatte. Schließlich haben die Russen dann 2000 ratifiziert, aber unter der Bedingung, dass die Amerikaner den ABM-Vertrag erhalten, was die jedoch nicht gemacht haben. Also ist der Start 2 nie ratifiziert worden. Stattdessen hat es dann ein Abkommen gegeben, also eigentlich hatten bei 1997 auf einem Summit-Gipfel Clinton und Yeltsin einen Folgevertrag angekündigt, bei dem sollten nicht nur die Trägersysteme verschrottet werden, sondern auch die Sprengköpfe selber. Was ich für jetzt ganz wichtig halte, denn bei den START-Verträgen vorher, INF, da wurden diese Sprengköpfe einfach in einem gelagert und könnten trotzdem jederzeit wieder aufgerüstet werden. Also das, nur die Träger zu verschrotten ist das eine. Und die kündigt an, nein, sie würden auch die Sprengköpfe selber verschrotten und das würde auch verifiziert werden. Und tatsächlich gab es zu der Zeit eine russische Arbeitsgruppe, die genau das studiert hatte. Das waren Physiker aus Los Alamos und den russischen Waffenlabors. Die haben komplizierte Verfahren entwickelt. Das wird jetzt auch wieder aufgenommen. Also zum Beispiel ein Sprengkopf in einem versiegelten Kasten und es wird automatisiert festgestellt, dass es tatsächlich ein Sprengkopf ist, anhand der Messung von verschiedensten Strahlungssignalen. Die Strahlungssignale selber sind aber so geheim, dass die wollen die nicht verraten. Deswegen hat der Computer und das Messsystem keinerlei Festplatte, auf der die diese Einzelheiten speichern, auf der es die Einzelheiten speichern kann. Wenn der ausgeschaltet wird, ist die Information weg. Das System sendet dann nur noch ein rotes oder grünes Licht. Fertig. Und dann wird das Ganze versiegelt, dann gibt es wieder tolle Forschungen, was man alles für fälschungssichere Siegel machen könnte. Und, so, und dann kann das Ganze weiter in die nächste Fabrik, wo dann aus den Pits irgendwie Reaktorbrennstoff hergestellt wird oder sowas. Also das ist alles recht vielversprechend und das ist schon auf einer fortgeschrittenen technischen Ebene diskutiert mit der Beteiligung von zig Wissenschaftlern und einige von denen haben dann auch mal öffentlicher auf einer Nukleartagung darüber berichtet vor ein paar Jahren. Das ist dann leider mit der Bush-Regierung nach Clinton alles abgebrochen worden. Da ist in der Beziehung gar nichts mehr passiert, denn die Bush-Regierung hatte eigentlich an weiterer nuklearer Rüstungskontrolle und an Transparenz sowieso gar kein Interesse. Stattdessen wurde dann der Strategic Offensive Reductions Treaty abgeschlossen, der auch Reduzierungen von Sprengköpfen vorsieht, aber völlig ohne Verifikation und auch ohne Verschrottung. Also einfach nur so ein paar weitere Sprengköpfe sollen von Raketen abmontiert werden. Also was bei INF und START 1 noch ein Fortschritt war, ist in diesem Fall eher ein Rückschritt. Es geht hinter das zurück, was man schon geschafft hat. Mit der neuen US-Regierung wurde das wieder anders unter Obama. Die haben den New START vor 2 Jahren abgeschlossen und da werden die Sprengköpfe weiter reduziert. Die Trägersysteme werden reduziert. Es werden immerhin auch Sprengköpfe gezählt. Den Inspektionsprozess haben sie vereinfacht. Das liegt einfach daran, an diesem Vertrauen, von dem ich erzählt habe. Sie haben gemerkt, wir können das auch ohne so ganz komplizierte Bürokratie und Verfahren. Aber die Verschrottung von Sprengköpfen wird doch noch nicht verifiziert. Also so weit ist man noch nicht. Die forschen aber weiter dran. Ja. Was für eine Laufzeit hat der START, der neue START? Bitte? Der New START, welche Laufzeit? Oder ist der unbegrenzt für den nicht laufender Vertrag? Ich habe die Frage noch. Laufzeit des Vertrages. Der Hauptteil? Laufzeit. Frist. Ach so, der Laufzeit von... 2 mal 5 Jahre. Ja. Wie viel? 2 mal 5 Jahre. Aber eigentlich letztlich immer mit der Hoffnung, dass es dann danach was Neues kommt oder so. Ja, also diese Verschrottungsexperimente sind auch die gleichen, die die Briten mal schon mal durchgeführt hatten, aber unabhängig von Amerikanern.
und wo es zurzeit auch wieder verschiedene Forschungsgruppen gibt. Auch in Deutschland gibt es einen Doktoranden in Hamburg, der sich da sehr, einen jungen Physiker, der darüber eine Doktorarbeit schreiben will. Und ich bin ganz, finde ich jetzt ganz vielversprechend. Mal sehen. Der war eigentlich bei dem Martin Kalinowski, der aber jetzt, das ist eine andere Geschichte. Also wenn sich mal Physiker im Detail mit sowas beschäftigen wollen, dann ist das ein Thema. So, jetzt nochmal zur Abrüstung von taktischen Kernwaffen. Die Verträge, die ich eben vorgestellt hatte, beziehen sich auf die strategischen. Und es gibt aber darüber hinaus weitere Kernwaffen, zu denen es keine Verträge gibt, die sogenannten taktischen. Und dort ist 1991, hat der damalige US-Präsident einfach unilateral ganz viele taktische Kernwaffen abgezogen, in der Hoffnung, dass die Russen das einfach auch machen würden, ohne viel Aufwand. Und tatsächlich, die Russen haben sofort ebenfalls sehr viel abgezogen. Das läuft unter Presidential Nuclear Initiatives. Sie haben also beide Seiten haben stark abgerüstet, aber auch nicht weiter. Also Moskau hat seine taktischen Kernwaffen alle nach Russland geschoben. Inzwischen fordern die Russen, dass die anderen amerikanischen taktischen Kernwaffen auch abgezogen werden. Damit meinen sie vor allem die, die woanders stationiert sind. Der Vorteil von dieser Initiatives war, dass das Ganze sehr schnell passiert war und insofern ein großer Erfolg. Der Nachteil war, dass es keine Verifikation gab, keine Transparenz und auch keinen Vertrag und letztlich auch keine Verpflichtung, dabei zu bleiben. Also, ja. Eine Frage, was kann ich unter Schwerkraftbomben verstehen? Flugzeug, die mit dem Flugzeug transportiert werden und abgeworfen werden. Gravity Bombs heißen die auf Englisch. Okay. Also Hiroshima und Nagasaki waren Gravity Bombs. Also das heißt, Gefechtsfeldwaffen, die mit Flugzeugen ins Ziel gebracht werden, fällt dort auch Artilleriemunition drunter? Nee, das sind wieder andere. Nur ein Typ, der wäre eine Sitz. So, also der Nachteil ist, sowas ist leider sehr reversibel und es ist leider nicht sehr transparent. Also eigentlich sollte da ein Vertrag vorkommen. Jetzt gucken wir uns mal kurz an, wie das heutzutage aussieht. Das ist, ein Bild von Abolition 2000 aus dem letzten Jahr. Also jetzt habe ich die Zahl nicht dazu geschrieben. Das ist aber relativ aktuell, also nur wenige Jahre alt. Hier sieht man an den Einzelheiten, was für eine Art Basis das ist. Und wie man sieht, gibt es in Deutschland noch stationierte Kernwaffen, in Italien. In Großbritannien gibt es auch amerikanische, in Belgien und in der Türkei. Und man muss sich die Frage stellen, welche Funktion haben die, warum sind die denn eigentlich da, warum werden die nicht abgezogen und was spricht dafür und was gegen. Hier ist eine Tabelle, das ist von 2005. Ja, eine andere NGO, die auch sehr viel interessante, seriöse Informationen publiziert, ist die Federation of American Scientists. Eine umfangreiche Webseite, wo man ganz, ganz viel findet, wenn man es genauer wissen will. Hier ist nochmal eine Liste. Ob die jetzt heute gerade noch so aktuell ist, kann man wieder bezweifeln, denn insgeheim haben die Amerikaner einige mehr abgezogen, haben das aber überhaupt nicht an die große Glocke gehängt und haben eigentlich gehofft, dass es keiner merkt, was mir ein bisschen unbegreiflich ist. Man könnte ja auch eine große Show draus machen. Ich habe noch eine Frage zu der Unterscheidung US und Host. Bedeutet das praktisch, wenn wir jetzt zum Beispiel auf Rammstein schauen, dass Deutschland 40 Atomsprengköpfe ja, hat? Auf unserem deutschen Territorium. Ja, aber die dann praktisch von uns auch gesteuert werden? Nee, oder? Von den Amerikanern. Das ist eine amerikanische Militärbasis. Okay, dann verstehe ich die Unterscheidung von US und Host nicht ganz. Weil es ja beides in Rammstein ist. Ach so. Da geht's. Das sind dann deutsche Träger, die letztlich, wo dann aber der amerikanische Präsident noch den Finger am Trigger hat, das wir vorhin schon gehört haben. Und die anderen sind ganz und gar amerikanisch. Die sind der nuklearen Teilhaben zugewiesen. Ja, genau. Gerade nuklearen Teilhaben. Also die Zahlen sind wahrscheinlich kleiner. Ja. Man muss nochmal jetzt beim NRDC nachschauen. Die,
die gehen unter anderem so vor. Es gibt ja so Friedensgruppen, die Tag ein, Tag aus vor diesen Raketenstationen ausharren. Und die melden jede Beobachtung, Abzug und Eingang immer an interessierte Kollegen, unter anderem an dieses NRDC. Also die haben ihre Daten nicht zuletzt dadurch, dass irgendwelche Graswurzler da in Zelten seit Jahren sitzen und alles beobachten. Also, ja? Was ist denn B61? Ist das eine Bombe? Ist das ein Sprengkopf? Ist das eine Rakete? Wir haben vorhin eine Bombe. Ja, also Foto gesehen, riesiger Bomber. Eine Bombe, eine Nuklearwaffe ist es. Ne? Die also Cruise Missiles fallen ja nicht drunter. Nein, die sind ja, Cruise Missiles sind ja laut dem INF-Vertrag verboten. Es gibt also nur die sogenannten Freifallbomben, die werden von Flugzeugen unter der Tragfläche getragen, ausgeklinkt und fallen so weiter. Und da gibt es noch, meines Erachtens sind es nur noch 160 in ganz Westeuropa. Andere sagen bis zu 200, die alle von diesem Typ sind. Und das ist ein ziemlich altes Ding. Und deswegen, ich bin da jetzt gerade überlegt, von Amerikanern diese zu, wie sagt man so, Lifecycle zu extenden, also zu modernisieren. Ne? Da gibt es im Augenblick dieses große Problem, was macht man damit? Denn die liegen da, eigentlich ist dieses militärische Arsenal, ich sehe, er guckt schon wieder, wir sollten das vielleicht nachher machen. Okay. Das ist natürlich im Augenblick ein extremer Streitpunkt in der NATO. Ja. Aber soweit ich weiß, sind die nur noch gesamteuropäisch unter 200. Ja, das kann gut sein. Also das ist von 2005 und danach hat es mehrere Meldungen gegeben, dass es weitere Abzüge gegeben hat. Also ich habe ehrlich gesagt jetzt auch nicht so lange rumgesucht, wenn man wirklich nochmal länger rumsurft und recherchiert, findet man vielleicht noch eine neuere Tabelle. Die sind aber zum Teil auch noch umstritten, die Zahlen, die widersprechen sich. So, das ist meine letzte Folie. Da habe ich nochmal kurz die Diskussion zusammengefasst, die wir vielleicht auch führen sollten. Also die Stationierung von amerikanischen taktischen Kernwaffen in Europa. Rechtfertigungsargumente, die man manchmal hört, sind, es hält die NATO weiter zusammen. Sie könnten als Pfand für Verhandlungen verwendet werden. Mehrere, also Polen, Tschechien, andere sehen darin eine Sicherheitsverbesserung. Was für die ist, können wir uns hier nicht so vorstellen, aber für die Polen, Tschechien scheint das sehr wichtig zu sein. Und wenn man die abschafft, dann macht die nukleare Teilhabe gar keinen Sinn mehr. Die Frage ist, warum brauchen wir eigentlich nukleare Teilhabe? Aber es gibt halt Traditionen, Karrieren, Lobbyismus, konservative Trägheit. Das geht manchen gegen das Gefühl, das aufzugeben. Das sage ich jetzt so. Gegenargumente. Also erstens riskiert das Nachahmungseffekte. Russland und China können auch wieder auf die Idee kommen, ihre Kernwaffen woanders zu stationieren. Die Ziele von Terroristen vermehren sich, wobei ich nicht denke, dass die in Ramstein eine große Chance hätten, aber woanders vielleicht eben doch. Es verhindert Vertrauensbildung, macht weitere Abrüstungsbemühungen unglaubwürdig. Das ist ein Widerspruch zu dem Global Zero, da kommen wir heute Nachmittag drauf. Es wird auch von vielen als Widerspruch zum Nichtverbreitungsvertrag aufgenommen, denn letztlich, wie Herr Krause ja erklärt hatte, nach nuklearer Teilhabe, könnte in einem Nuklearkrieg doch ein deutscher Finger auf einem Trigger sein. Und eigentlich ist nach dem NVV Deutschland nicht gern. Es darf das nicht. Also das sehen manche, das ist eine juristische Diskussion als Widerspruch. Wir haben keine strategische Bedeutung mehr. Sie spielen auch keine Rolle bei der Weiterverbreitung von Kernwaffen, Problem von heute Nachmittag. Also wie verhindern wir, dass weitere Staaten sich die auch verschaffen? Der Mehrheitswillen der Europäer, mindestens der in Deutschland, ist auch gegen die Stationierung. Und insgesamt halte ich sie deshalb für einen Anachronismus. Also wie man sieht, tendiere ich eher zu diesen Meinungen. Und das kann man dann weiter diskutieren. Damit möchte ich den Vortrag jetzt beenden. Ja, dann bedanke ich mich bei den Referenten. Gibt es erstmal grundsätzliche Verständnisfragen, die noch die Vorträge betreffen? Keine? Okay. Ich habe noch ein paar generelle Fragen, und zwar, die wahrscheinlich die Annette beantworten kann. Wie sieht es denn mit der Haltbarkeit von Atomwaffen aus? Ich meine, das ist spaltbares Material, das zerfällt. Das ist eine riesen neue Diskussion, und das ist im Zusammenhang von dem Teststopp-Vertrag. Oh, jetzt habe ich es gerade ausgemacht. Unten nach vorne, dass es rot leuchtet. Ja, es leuchtet wieder rot. Jetzt kann ich wieder...
Also im Zusammenhang mit der Frage, ob man später nochmal Nukleartests durchführen sollte oder nicht, ist genau die Frage diskutiert worden. Wenn das Plutonium zu alt wird, dann funktionieren die nachher nicht mehr. Also man muss doch mal testen, ob die noch gehen oder noch nicht. Verschiedene amerikanische Untersuchungen zeigen jedoch, dass das Plutonium mindestens 70 bis 80 Jahre offensichtlich haltbar ist und funktioniert. Und außerdem bauen die, außerdem sind viele auch so ausgelegt, dass selbst eine Verschlechterung von allen möglichen Parametern trotzdem die Funktionsweise eigentlich fast nicht beeinträchtigt. Also das ist eine technische Diskussion, die in den Zusammenhang vom Teststoff-Vertrag gehört. Man kann aber davon ausgehen, dass die eine ganze Weile noch funktionieren. Die Amerikaner haben immer ihr Plutonium recycelt, die haben die dann nach einiger Zeit zerlegt und neu gebaut. Das haben die Russen nicht gemacht, aber anscheinend haben die trotzdem funktioniert. Vielleicht nochmal ergänzend dazu. Also Plutonium zerfällt in Americium, aber in einem langen, ganz langsamen Prozess. Und das beeinträchtigt die Funktionsfähigkeit von Kernbauern. Das hat aber nichts mit Teststoff zu tun. Weil die Amerikaner tauschen das aus, sie rezyklieren das und das wenn man so verunreinigt, raus. Die Russen haben nicht die gleichen Technologien, sondern sie produzieren einfach neues Plutonium. Aber es gibt so ein Lifecycle von Atomwaffen, bei dem sozusagen ihre sichere Einsatzfähigkeit nicht mehr gegeben ist. Aber das bezieht sich meist einfach nicht auf den Teststopps, sondern Teststopps ist eigentlich, hat was mit neuen Raketen zu tun. Und früher hat man getestet, nach 20, 30 Jahren ist noch so ein Körper einsatzbar oder nicht, aber das Problem des Zersetzens von Plutonium kann man mit anderen Mitteln lösen. Ja, es geht, im Teststopp geht es eigentlich um diesen sogenannten Reliable Replacement Warhead, den die Amerikaner entwickeln wollen, aber der soll das Problem noch stärker zurückfahren. Insofern ist indirekt spielt es da eine Rolle. Mir ist bei beiden Vorträgen etwas zu kurz gekommen. Und zwar einmal, dass am Ende des Zweiten Weltkrieges das Material U-235 nicht in der Maße überall vorhanden war. Das heißt, dass es die Anzahl der Kernwaffen auch davon abhängig war, das Material zu finden. Also das lag ganz klar an Rohstoffsachen. Und B, dass sich im Umgang mit Kernwaffen gezeigt hat, dass es eben nicht nur auf diesen Big Bang ankommt, sondern dass man auch den Umgang des Menschen mit der Strahlung anders bewertet im Laufe der Zeit. Das heißt, in den 60er Jahren sind noch, ich sag mal beispielsweise Senkrechtstarter, auch in Deutschland, entwickelt worden für Kampftruppentransporte in verseuchte Gebiete. Was mittlerweile komplett aus den Köpfen draußen ist. Weil man glaubte, einen Atomkrieg mit atomaren Gefechtsfeldwaffen führen zu können, vor dem Hintergrund, naja, wir kriegen das schon irgendwie hin. Und in Tschernobyl hat sich gezeigt, dass die Strategie der UdSSR, Hunderttausende von Soldaten in den Tod zu schicken, kommentarlos, praktiziert wird von der UdSSR. Und genau das ist der Punkt, was der Westen nicht will, was der Westen noch nie wollte. Auch der Zweite Weltkrieg ist durch, ich sag mal, Menschenmaterial der UdSSR zusätzlich zu dem technischen Material der USA, in dieser Verbindung ist der Zweite Weltkrieg gewonnen worden. Und diese Allianz, die ist nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebrochen worden. Und man hat versucht, gegeneinander zu arbeiten. Aber das war ja gar nicht Thema. Ja. Ja, aber um das zu begreifen, denke ich mir, ist das wichtig. Warum waren denn am Anfang so wenige Sachen da? Weil das Material gefehlt hat. Ich würde sagen, vielleicht sammeln wir erstmal ein bisschen. Also das ist wieder ein Riesenthema. Das Mittagessen in 4 Minuten. Dann hat er sich Erik gemeldet. Also ich hatte schon nach dem ersten Vortrag so ein bisschen die Frage, die sich bezüglich der Stellvertreterkriege, also diese ganzen Einsatz, also die Doktrinen und die Strategien sind mehr, das geht auch in die Richtung rationales oder irrationales Verhalten. Die Frage ist für mich einfach, wie erklären wir eigentlich, dass es
haufenweise ja, zu militärischen Konflikten zwischen den Atommächten gekommen ist, nur halt irgendwo in Vietnam, Afghanistan oder was weiß ich wo, aber man hat trotzdem, also wie können wir das erklären? Es gibt einen Krieg und es gibt eine Nuklearmacht und sie nimmt sogar dann in Kauf, also sie führen aber erstmal diesen Krieg, nehmen aber dann in Kauf, dass sie ihn verlieren und ziehen nicht die nukleare Karte. Und warum aber würden die dann in Europa zum Beispiel wirklich die nukleare Karte ziehen? Wobei die USA ja in Europa, ich meine, natürlich ist die kulturelle Verbindung wesentlich enger als mit Vietnam. Aber also das scheint mir extrem unerklärlich oder auch vielleicht extrem einfach ein Zeichen für die extreme Irrationalität, dass man wirklich die nukleare Karte eben wirklich vielleicht einen sehr starken, mehr irgendwie so einen emotionalen, macho-mäßigen Aspekt hat, als wirklich einen militärischen, sachlichen. Weil wenn ich einen Krieg führe, dann will ich ihn normalerweise auch gewinnen. Das wäre so meine rein logische irgendwie Denke. Ja. Ja, also erstens, also ich denke, dieses die Herstellung von, die Beschaffung von Uran, das war eigentlich kaum ein Problem. Man hat sofort überall Uranvorkommen entdeckt und Uranbergbau gefunden und wie man sieht, haben die es ja auch geschafft, ihre Kernwaffen zu bauen. Es war dann genügend da. Das, also, der Zivilschutz ist wieder ein Riesenthema und da wollte ich jetzt eigentlich nicht so drauf eingehen. Das andere, warum wurde die rote Karte, nukleare Karte nicht gezogen? Das ist die Diskussion, hat die Abschreckung gewirkt oder nicht? Also ich glaube schon, im Kalten Krieg hat die Abschreckung zum Teil tatsächlich gewirkt. Also es hatten man weiß aber auch, wenn irgendwelche irren Potentaten, also wenn die Hitler eine Atombombe gehabt hätte, wer hätte lieber die Welt untergehen sehen, als darauf zu verzichten. Das, aus dem solchen Grunde halte ich Kernwaffen für die Menschheit für zu gefährlich, meiner Meinung. Tatsächlich haben wir Glück gehabt, dass die Kuba-Krise nicht eskaliert ist und offensichtlich waren sie alle rational und besonnen genug und hatten zu viel Respekt, dass es gut gegangen ist. Ja, also in Indien und Pakistan meine ich, dass man auch beobachten könnte, dass sogar nachdem die beiden Atomwaffen haben und ein Abschreckungsausgleich da ist, dass es auch weniger konventionelle Auseinandersetzungen gegeben hat. Das ist das klassische Argument. Ich würde gerne erstmal den Uwe dran nehmen, der hatte sich nämlich vorher schon gemeldet gehabt. Ich wollte nämlich auf die eigentliche Frage Haltbarkeit der Kernwaffen nochmal eingehen, das ist ein Punkt vielleicht hier nicht erwähnt worden. Es gibt bestimmte Typen, ich will nicht auf die Details jetzt eingehen, ich kann es gerne tun, aber ich tue es nicht, weil ich nicht weiß, ob es über die Geheimhaltung fällt oder nicht. Es gibt Arten von Atomwaffen, die zu großen Mengen in den Arsenalen vorkommen, die brauchen Neutronenquelle zusätzlich. Die brauchen was? Neutronenquelle. Und diese Neutronenquelle, die hat eine Halbwertszeit, die kritisch ist und die muss ausgetauscht werden. Und dabei geht es eigentlich auch bei den B-61-Sprengköpfen hauptsächlich mit darum, dass dort entsprechend das ausgetauscht und diese Sachen entsprechend gemacht werden. Weil die Waffen selber sind in der Form als Atomwaffen nicht einsetzbar, nur dass sie den Uran- oder Plutoniumkern haben und außen oder in irgendeiner Form mit Zündmechanismus dabei haben. Da gehört noch mehr dazu. Und das hat eine Halbwertszeit. Diese Mechanismen haben Halbwertszeiten, die unter 10 Jahren liegen, typischerweise, zurzeit. Also moderne Sprengköpfe im US-Arsenal haben vor allem elektronische Zünder, die man anschrauben und nachträglich dran setzen kann. Also das ist eigentlich kein Problem. Ja, das ist die Neutronen. Ja, aber auch die Neutronen. Die werden in der Regel ausgesetzt. Richtig. Ja, die Zünder selber, die mit der Neutronenquelle eingesetzt werden, die Waffe, ja. Nein, aber die jetzige Modernisierung der B-61 ist umfangreicher. Es geht um mehr, ja. Es geht darum, dass aus ungefähr 5 verschiedenen Typen Varianten eine Variante gemacht werden soll, die sag mal, ein gewisses Ansatzspektrum umfasst. Ja. Die sollen von der Sprengkraft runtergesetzt werden, die sollen ein bisschen steuerbar gemacht werden in der Luft. Das ist eine Hauptsache jetzt. Natürlich auch die Auswechslung von Die Lebensdauer, das war ja die Frage, die hier gestellt wird. Lebensdauer ist einmal von dem Plutonium zu abhängig, in gewisser Hinsicht, aber was anderes auch von der Neutronenquelle, die aber nicht gelagert wird, typischerweise im Sprengkopf selber, sondern mit dem Zünder zusammen gelagert wird. Darf ich noch kurz was sagen zu den Stellvertreterkriegen? Ihre Frage, warum keine Atomwaffen eingesetzt worden sind. Da gibt es natürlich mehrere Gründe für. Einmal, es gibt negative Sicherheitsgarantien der Kernwaffen nicht. Seit den 60er Jahren. Dass sie gegen Kern,
gegen Staaten, die auf Kernwaffen verzichten, keine Kernwaffen einsetzen und auch nicht damit drohen. Wir haben das 82 erlebt im Falklandkrieg, wo Großbritannien gegen Argentinien. Die Briten haben nie versucht, obwohl es ziemlich auf der zeitweilig auf der Kippe stand, mit einer Nuklearwaffendrohung die Argentinier dazu zu bewegen, Bombe im Falkland in diesem Monat zu bringen. Das gleiche ist eigentlich auch USA und Nordvietnam. Es ist nie ernsthaft wirklich erdrungen worden, dort Kernwaffen einzusetzen. Das heißt, sie haben also einen riesigen Krieg verloren und haben nicht versucht, ihn mit Kernwaffen zu beenden. Anders ist es in Europa. Es war von Anfang an eine Verpflichtung für die Verteidigung Europas mit Kernwaffen einzutreten gegen einen Staat, der Europa ein Kernwaffenstaat, der Europa angreift. Und also insofern ist dieser rechtliche Aspekt auch nicht ganz unwichtig. Und drittens, es gibt hohe Hürden, politische Hürden, ethische Hürden gegen den Einsatz von Kernwaffen. Also denken wir Ronald Reagan. Ronald Reagan hat gesagt, Kernwaffen sind unmenschlich, sie sind inhuman, sie sind unserer heutigen Zeit nicht angemessen. Ja, und der Mann hätte eventuell über so etwas befinden müssen, über den Einsatz. Und ich glaube, es geht anderen auch so. Also es gibt hohe, wie man so schön sagt im Englischen, Inhibitions dagegen. Und deswegen haben wir auch viele nie geglaubt, dass die amerikanische Garantie in Europa wirklich mal zum Einsatz kommen würde. Es gab immer diese vielen Zweifel. Wir sind Gott sei Dank nie in eine Situation gekommen, wo das hat geprüft werden müssen, wenn ich alle Vorbilder muss ich sagen. Aber diese Zweifel bestanden immer, ob die USA wirklich im Falle einer Invasion, die nicht nuklear ist in Europa, bereit wären, das erste Kernwaffen einzusetzen. All diese riesigen, großen Risiken damit verbunden. Das wird man nie beantworten können, die Frage. Das ist mir scheint es nicht logisch, weil mir ist es wurscht, ob ich erschossen werde oder von einer Atomwaffe getötet. Also das ist mir, ich kann es logisch nicht richtig machen. Das geht dann, aber ich kann verstehen, dass Atombombe kann ja dein Leben noch schwer machen, Regen, auch wenn du nie geschossen wirst. Ich bitte nein, das geht darum, was sie auslösen, sobald sie nuklear gehen. Können sie eigentlich Dynamik auslösen, die sie nachher nicht mehr kontrollieren können. Das glaube ich. Ja, okay, aber diese moralischen Argumente. Ich denke mir, dass es nie darum ging, zuerst den massiven Erstschlag auszulösen. Die Problematik war viel im Kleineren. Ja, der Initial Use, ja. Auch im Kalten Krieg ging es darum, die Eskalationsstufe. Ja. Ich bin am Verlieren und möchte dann, ich sag mal, taktische Kernwaffen einsetzen. Artilleriegeschosse, Panzerminen, die gibt es in der Zwei-Mann-Version. Um ein U-Boot mit konventionellen Sprengstoffen zu zerstören, muss man den Sprengkörper in 10 Meter Abstand vom Druckkörper zünden lassen. Damit kriegt man kein U-Boot, was über 40 Knoten unter Wasser fährt. Die Laufzeit von Torpedos ist viel zu kurz. Das heißt, man hat nur die Chance, mit einer Nuklearexplosion, unter Wasser selbstverständlich, das Ding dann platt zu machen. Was anderes geht nicht mit modernen U-Booten. Und sowas muss man akzeptieren. Aber wo ist dann der Unterschied zur nächstgrößeren taktischen Atombombe? Und dass sich das so zu einem riesigen atomaren Krieg aufbläht, das war die große Gefahr. Also genau diese Diskussionen sind vor allem in den 80er Jahren geführt worden und in den 70ern. Und tatsächlich war es auch so, dass in USA und Europa unterschiedlich argumentiert wurde. Also es wurde in USA gesagt, ja, wir schaffen das, einen Nuklearkrieg auf Europa zu begrenzen. Das hat man in Europa natürlich nicht gesagt. In Europa hat man gesagt, diese taktischen kleinen Kernwaffen, die dienen auch der Abschreckung, weil wir die haben, greifen die uns erst gar nicht an mit ihren Panzern. Insofern hatten die in Europa plötzlich eine strategische Bedeutung. Und was nun wirklich stimmt oder nicht, wird man letztlich nie klären können. Aber genau diese Szenarien haben sich die Leute dann gegenseitig vorgehalten und der nächste widersprochen. Denk mal, ich glaube auch nicht, dass wir viel gewinnen, wenn wir das jetzt endlos diskutieren. Man kann das jetzt für Indien und Pakistan wieder von Neuem diskutieren, das ist genau das Gleiche. Also stattdessen sollte man eher, also ich gehe ganz grundsätzlich, bin ich der Ansicht, es ist noch mal gut gegangen bis jetzt,
Aber solange wir Kernwaffen haben, könnte irgendwann wieder so ein fürchterlicher Potentat kommen, der so einen erweiterten Selbstmord plant und alles in die Luft sprengen will. Also wäre es besser, so abzurüsten. Ja, jo. Er war vor mir. Lass ihn mal vor. Ja. So gut. Also ich biete an, wenn das für jemanden interessant ist, im Anschluss an das, wenn die hier also heute zu Ende sind, gerne darüber zu sprechen, was tatsächlich auf Stabsebene in Rahmenstabsübungen Zimtex, Wintex, Wintex, Zimtex und aber auch in richtigen Übungen, die tatsächlich den Einsatz von Nuklearwaffen geübt haben, durchgeführt worden ist. Da bin ich gerne bereit, über die Dinge, ich glaube, sagen zu können und sagen zu dürfen, im Anschluss darüber zu sprechen, dass einige Leute einen Einblick bekommen, was von der militärischen Seite hier tatsächlich auf der NATO, ich bin NATO-Offizier im Bereich Kommunikation und Einsatz von Nuklearwaffen gewesen, was dort tatsächlich durchgeführt worden ist. Weil ich glaube, da gibt es so viele Misskonzeptionen hier in der Öffentlichkeit, so viele Gerüchte, die gestreut worden sind. Und ich bin da gerne bereit, auch wenn Gott weiß, was vielleicht ich über einiges gar nicht reden dürfte, weil es aber so lange her aus meiner Sicht, dass man einmal mal sagt, was ist dort in so einer Rahmenstabsübung wirklich passiert, was ist aber hier auch in der Fulda Gap in Schlüchtern zum Beispiel passiert. Ja? So, aber nicht jetzt, weil das gehört eigentlich zu diesem Thema nicht dazu. Aus meiner Sicht zumindest. Also ich finde, man muss grundsätzlich unterscheiden, man muss halt, das hat einen Bruch gegeben 2001 und dann nochmal 2010. Also man kann nicht sagen, vor 2001 war einfach eine andere Atomdoktrin der USA in Kraft. Ich spreche immer nur, würde nur Sachen sprechen über Sachen, die vor 1989 genau. gewesen sind. Und dann gab es eben 2001 und die ist dann durch die 2010, durch die Obama-Erklärung wieder etwas abgeschwächt worden. Ich denke, wir leben jetzt im Augenblick aktuell in 2012. Wir sollten uns dann auch schon mal intensiv darüber unterhalten, was ist denn nach 2001 überhaupt passiert? Weil das ist ein ganz wichtiger, ein ganz schwerer Schnitt gewesen. Ich würde, ja? Also nochmal zu meiner Mutter. Ja, also nehmen wir mal an, die Atomwaffen wären abgeschafft und es käme dann doch so ein Diktator an die Macht. Könnte der dann unbemerkt oder in einem gewissen Zeitraum die Atomwaffen wieder, sage ich jetzt mal, wieder produzieren? Das ist eine ganz wichtige Frage. Das ist genau die ganz entscheidende Frage, ob wir wirklich eine kernwaffenfreie Welt erreichen können oder nicht. Wenn man glaubt, er könnte das heimlich machen, ohne dass wir es entdecken, dann wird das wahrscheinlich eher nichts werden. Da kommen wir morgen, heute Nachmittag drauf zu dem Thema. Wie verhindern wir die Nichtverbreitung? Wie entdecken wir das? Wie verifizieren wir das? Also wir werden das heute Nachmittag ganz ausführlich behandeln, genau das Thema. Aber das ist ja. Super Frage. Und dazu noch einen kleinen Hinweis, also in Vorbereitung auf das ZIP Frankfurt heute. Habe ich mir auch den Artikel von Harald Müller, Was wäre wenn, durchgelesen, der genau darüber spricht, was für Kontrollen und Regimeoptionen möglich sind. Ja, ich würde sagen, wir sind schon 10 Minuten über unserer Zeit. Ich entlasse die Teilnehmer in die Mittagspause. Die Berger Straße ist gleich eine Straße weiter hinten dran. Da gibt es ganz viele Fressbuden und alles Mögliche. Wer also sich jetzt was.